Dieser Wald ist ein geschichtsträchtiger Ort. Mein Freund und Urban Explorer Fritz und ich sind unterwegs in der Schorfheide nahe Berlin. Einige der einflussreichsten Männer der deutschen Geschichte frönten hier ihrem Jagdtrieb. Von Kaiser Wilhelm II. Über Hermann Göring bis zu Erich Honecker. Vielleicht der ganze Niedergang der DDR ist durch diese Jagdfliesen erklärbar. Hier im Wald, fernab der Realität, wurde Politik gemacht, wurden historische Entscheidungen getroffen. Welche Spuren haben die mächtigen Jäger hinterlassen? Mein Name ist Wigald Boning. Die meisten kennen mich als Schauspieler und Comedian. Was aber kaum jemand über mich weiß, ich bin ein echter Geschichtsfan. Zusammen mit meinem Freund Fritz mache ich mich auf, die Geheimnisse vergessener Orte zu lüften und ihre Geschichte zu erforschen. Das ist es, das Jagdgebiet der Mächtigen. Rund 60 Kilometer östlich von Berlin, fast 1300 Quadratkilometer Wald, drei Seen, einzigartige Natur und eine fast tausendjährige Geschichte von großen, bedeutenden Männern, ihren Machtspielen und blutrünstigen Jagdgesellschaften. Oh, guck mal hier, Hochstand. Komm mal rauf. Ja, vielleicht sehen wir was Spannendes. Der Name Schorfheide entstand aus Schorbweide, also Schafweide. Hier jagten die deutschen Fürsten des Mittelalters über den Kaiser und die Nazis bis hin zu den ersten Männern der DDR. Ich war noch nie auf so einem Jägerstand, fällt mir gerade auf. Ist das erste Echt? Mal? Noch ja. nie? Nein, noch nie. Ich war schon auf Tausenden. Ja, ich glaube dir, aber ich aber so, war da noch nie. Echt? Guck mal da drüben. Ist das ein Hirsch? Ja, ja. Ein stolzes Tier und die beliebteste Jagdtrophäe des Waldes. Aber was lockte so viele Staatsmänner gerade hierher? Und was lässt sich in diesem riesigen Jagdgebiet von ihnen noch finden? Wir machen uns auf die Suche. Unsere Erkundungstour beginnt um 1900. Der Kaiserbahnhof in Joachimsthal, der ist noch original erhalten. Der hat so einen skandinavischen Stil, weil Kaiser Wilhelm II. Ja so eine Vorliebe für Skandinavien hatte. Sieht schick aus. Und ist noch in Betrieb, also ist der letzte Kaiserbahnhof, der in Betrieb ist. Diesen Bahnhof ließ der Kaiser extra dafür errichten, um von Berlin aus schneller beim Jagen sein zu können. Heute ist dort ein Standesamt, aber der Kronleuchter, Reichsadler und die Insignien Wilhelms II. Zeugen noch von seinen Ursprüngen. 1898 wurde er eröffnet. Ja, hier ist der Kaiser dann angekommen. Ja. Da ist Berlin. Nur 2¼ Stunden dauerte die Fahrt. Damals eine enorme Zeitersparnis im Vergleich zum Pferdegespann. Für den Kaiser war das Jagen wohl wichtiger als die Politik. Er verabschiedete sich schon mal vorzeitig aus einer Kabinettssitzung, wenn der Hirsch rief. Keine Kutsche, hab mir gedacht. Die kam natürlich damals für den Kaiser. Vom Bahnhof ging es dann direkt in den Wald zur Jagd. 78.000 Tiere hat der Kaiser geschossen. 78.000? Ja. Das ist eine Menge, ja. Krass. Ich habe historische Filme ausgegraben. Die Jagd lief bei Wilhelm II. Damals natürlich ganz anders ab als heute. Die Assistenten sind toll, ne? So Schießassistenten. Da sind echt jede Menge Leute mit dabei, ne? Ja. Und wie viele Hirsche hat er da erlegt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Also über 20 Hirsche an einem Tag jetzt mal eben. Und das trotz seines stark verkürzten linken Arms. Vielleicht die Kompensation eines Minderwertigkeitskomplexes? Vielleicht kann uns das jemand erklären, der selbst Jahrzehnte in diesem Wald verbracht und viele berühmte Jäger begleitet hat. Der ehemalige Revierförster Joachim Bandau. Er kennt die Geschichte der Schorfheide wie kaum ein anderer. Unser durchlauchtigster Markgraf und Herre Kaiser, Wilhelm II., fällete all hier am 20.09. Anno Domini 1898 allerhöchst seinen tausendsten Edelhirschen von 20 Enden. Genau. Die Jagd des Kaisers kam eher einem Gemetzel gleich. Dutzende Jagdhelfer trieben die Tiere zusammen. Das Areal wurde mit meterhohen Stofflappen eingezäunt. Entschlüpfte ein Hirsch, dann war er sprichwörtlich durch die Lappen gegangen.
Auf den Rest konnte der Kaiser dann munter losballern. Da war manchmal 200 Tage unterwegs. 200 Tage im Jahr hat der gejagt? Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, wann der überhaupt Zeit zum Regieren hatte. 2133 Hirsche, insgesamt 78.330 Tiere. Eine absurde Bilanz. Woher kam diese perverse Jagdleidenschaft? Schon in der Steinzeit, das Mitglied der Sippe, der das meiste Wild erlegte. Ja, da war der Größte. Oder das stärkste Wild, ein Mammut zum Beispiel. Ja. Das war der Mann. Der wurde dann zum Führer der Sippe erkoren. Ich bin ja so langsam manchmal, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Natürlich, das ist eine Machtdemonstration. Der Kaiser trieb diese Selbstinszenierung auf die Spitze. Die Jagd wurde bei ihm zu einem Spektakel, bei dem man sich am Leid der Tiere ergötzte, wie zum Beispiel beim Fuchsprellen. Es wurde ein großes Tuch ausgespannt, ringsherum standen Jagdknechte, dann wurde ein Fuchs raufgeworfen und dann zogen die immer und prellten ihn hoch. Dann flog der hoch und runter, bis der arme Fuchs dann wirklich tot war. Also hatte das einen speziellen Hintergrund? Das ist eine Entartung. Unterhaltung. Tierquälerei als Spaß. Ja. Unterhaltung. Ja. Furchtbar. Die Jagd in der Kaiserzeit. Ein überwiegend grausamer Zeitvertreib für den Adel. Des Kaisers Residenz, Jagdschloss Hubertusstock. Erbaut bereits von den Vorfahren, denn der Adel jagte seit Jahrhunderten hier. König Friedrich Wilhelm IV. Errichtete es 1849. Der ging hier auch schon zur Jagd und hatte aber keine Herberge. Und da soll er der Überlieferung nach mit seinem Jagdstock, mit seinem Hubertusstock, soll er hier rumgegeistert sein und hat ihn in die Erde gesteckt. Also hier soll es her. Hubertusstock. Ich wundere mich ein wenig. Dieses Jagdschloss mutet eher nach Bayern an. Und warum wurde das in diesem Stil erbaut? Für die Kaiserin? Ja, als Referenz an seine Frau, die aus Bayern kam, hat er das Gebäude so im bayerischen Landhausstil errichten lassen. In diesem Jagdschloss haben nicht nur Könige und Kaiser Spuren hinterlassen, sondern mächtige Jäger fast aller Epochen. Mal sehen, was wir davon heute noch entdecken können. Wow, das ist bestimmt der größte Königskamin in der ganzen Schorfheide. Original erhalten, der 6 Meter lange Kamin von König Friedrich Wilhelm IV. Auch hier im Jagdschloss ist heute ein Standesamt. Aber noch eine Überraschung. Aus diesem Jagdsitz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gästehaus für die Staatsspitze der DDR. Lustig, nicht, wenn die da so mit ihrer Jagdkleidung stehen. Da strahlt so eine unfreiwillige, aber sehr starke Komik aus. Die Schorfheide war in der DDR Staatsjagdgebiet. Ab den 50ern empfingen Genossen wie Walter Ulbricht und später Erich Honecker hier Staats- und Wirtschaftsgrößen. Guck dir das an hier! Wahnsinn! Ich bin völlig von den Socken. Hier befinden sich noch die Originalräumlichkeiten von Erich und Margot Honecker. Guck mal mit dem Telefon. Meinst du, das ist noch original? Natürlich, das ist das Originaltelefon, das selbstverständlich. Achtung, Achtung, ich habe schon was gesehen, das habt ihr noch nicht gesehen. Warte, Moment. Das sieht... Schnallt euch an. Achtung, das Badezimmer von Erich Honecker. Hier im Jagdschloss. Vorsicht. Ta-ta-ta-ta, Trommelwirbel dazu denken. Ich gehe mal beiseite. Interessante Fliesen, würde ich sagen. Ist das nicht irre? Ist das nicht großartig? Ich gehe so weit zu sagen, das ist das schönste Badezimmer, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Geschmackssache, ne? Habe ich so noch nicht gesehen, aber sieht irgendwie... Gefällt dir das nicht? Wie bist du denn drauf? Das ist doch großartig hier. Ich glaube, die Fliesen würden mich irgendwann irre machen. Ja, klar. Honecker haben sie auch irgendwann irre gemacht, nehme ich an. Vielleicht wegen diesen Fliesen. Vielleicht der ganze Niedergang der DDR ist durch diese Jagdfliesen erklärbar. Aber ganz im Ernst, das ist westlicher Luxus. So etwas bekam der Normalbürger in der DDR nie zu Gesicht. Das ist auch hier so ein Überlauf. Ist das der Abfluss oder was? Das klingt gut, der Überlauf. Mach mal. Jetzt abnehmen, ist andersrum. Hier residierte Honecker also, wenn hoher Besuch zum Jagen kam.
Aber er hatte auch ein privates Jagdhaus. Das sehen wir uns aber später an. Erstmal geht's in den Keller. Dort befindet sich das ehemalige Jagdzimmer für den krönenden Abschluss eines Jagdausflugs. Aha, hier wurde gepichelt. Fernab des Protokolls wurde hier in einer Jagd- und Schnapslaune über Politik debattiert und so mancher Pakt geschlossen. Und überall die ganzen Jagdtrophäen. Hier wurden historische Entscheidungen getroffen. Helmut Schmidt läutete bei seinem Besuch 1981 mit Honecker die Annäherungspolitik zwischen Ost und West ein. Auch Oskar Lafontaine war hier und sogar Franz Josef Strauß wurde zum Jagdfreund. Und natürlich die russischen Staatsoberhäupter wie Nikita Chruschtschow oder Leonid Brezhnev. Brezhnev muss schon gehalten werden, dass er nicht umkippt. Der war ja auch sehr trinkfreudig. Ja, genau, wenn ich schon mal so einhaken ein bisschen. Kann natürlich auch ein Hinweis auf die enge Völkerfreundschaft sein. Aber der Keller dieses Jagdschlosses hat noch eine viel erstaunlichere Überraschung für uns. Ja, irgendwelche Türen, vielleicht irgendwelche Lagerungen oder so. Ach, die geht auf. Dann kommt noch eine Tür. Warte mal. Hä? Was ist das denn für ein Raum? Aber guck mal, hier oben ist noch eine Lüftungsanlage. Sieht fast aus wie in einem Bunker. Aber guck mal, mach mal die Tür auf. Das sieht aus wie ein Tresor. Ja. Okay. Ist da Geld? Gold? Diamanten? Unser Jagdinstinkt ist geweckt. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Ich komm mal rein. Geh mal rein, ja. Ah, hier ist ein Tunnel drin oder so. Geh mal rein. Unglaublich, was sich in diesem Jagdschloss alles findet. Offensichtlich ein Fluchttunnel aus Zeiten des Kalten Krieges. Aber guck mal, da hinten ist schon eine Leiter. Okay. Oder? Ja, aber hier sind auch so Betonplatten zerbrochen. Also ganz wohl ist mir nicht. Schau mal, wie das eingeknickt ist hier. Ja. Soll mal machen? Ich würde es machen, du darfst sie halt nicht umkicken hier. Ja, gut, wagen wir es. Tatsächlich ein Geheimgang. Ich frage mich, ob die DDR-Führung um Honecker im Falle eines Atomkrieges hier überhaupt durchgekommen wäre. Ist schon anstrengend. Ja. Und erst Brezhnev oder Franz Josef Strauß. Okay. Ja, sag mal. Hier ist ein Feuerwehrschlauch. Oh. Und eine Tür. Ob die auf ist? Das ist oben. Die offen ist. Wird sofort ermittelt. Nee, ist abgeschlossen. Ich glaube, wir kommen nicht weiter. Okay. Müssen wir wieder zurück. Schade. Ich hätte zu gerne gewusst, wo der Tunnel hinführt. Ein seltsamer Ort, dieser Wald. Jagd, Macht und Politik so gesellig vereint. Was war jetzt für dich so das Beeindruckendste heute? Am interessantesten fand ich, dass das offenbar so selbstverständlich ist, dass wenn du jetzt an der Spitze eines deutschen Staates stehst, zumindest mal bis 1989, dass du dann hier so jagen gehst und dass du dann so ein Gewehr in die Hand nimmst und knallst so Hirsche ab. Das gehört so dazu. Ja. Und das sagte der Förster dann ja, dass das so aus der Steinzeit kommt. Also, dass der beste Jäger ist dann der Chef. Ja. Den Zusammenhang, den habe ich mir nie klar gemacht. Das stimmt, ja. Ja. Der Jagdinstinkt. In der Schorfheide wurde er zur völlig irren Machtdemonstration. Diese Mücken. Tag 2. Wir springen noch einmal zurück in die Nazi-Zeit. Unser Ziel, der Jagdsitz von Hermann Göring, zweiter Mann nach Hitler und Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Karin Hall, wo ist es denn nun? Ja, was blitzt da doch schon durch die Blätter durch, oder? Einer der größten Nazi-Verbrecher schuf sich hier sein Reich. Dekadent und größenwahnsinnig. Er taufte es Karin Hall nach seiner 1931 verstorbenen ersten Ehefrau Karin. Reichsmarschall Göring hielt hier echte Löwen und baute seiner Tochter Edda ein eigenes Schloss. Völliger Realitätsverlust. Was ist das? Was haben die für eine Bedeutung? Weißt du das? War ja Reichsmarschall Hermann Göring. Und er hatte so einen Marschallstab und das sind gekreuzte Marschallstäbe. Okay. Martialisch, das Portal mit den Torwächterhäuschen. Es flößt den Besucher schon bei der Ankunft Ehrfurcht ein. Karin Hall war die perverse Selbstinszenierung Hermann Görings. Hier sollte auch mal eine Bahnlinie gebaut werden. Das war dann aber nichts mehr. Okay. So, und dann das hier, eine Kastanienallee.
Görings Gäste aus aller Welt gelangten über diese Prachtstraße zum Haupthaus. Vor Kriegsausbruch sogar der Herzog von Windsor und spätere englische König Edward. Oder hier Ungarns Staatschef Miklas Horthy. Wir befinden uns jetzt hier im Innenhof von Karinhall. Also hier gab es einen Seitenflügel, da. Ich glaube, wir laufen jetzt direkt auf den Haupteingang zu. Damals umfasste Karinhall 17.000 Quadratmeter bebaute Fläche. 15 Millionen Reichsmark kostete das Ganze, heute rund 100 Millionen Euro. 200 Bedienstete versorgten das Anwesen. Das sind jetzt die Reste des Dritten Reichs in der Schorfheide. Göring hätte es nicht ertragen, Karinhall dem Feind zu überlassen. Deshalb ließ er das komplette Anwesen kurz vor Kriegsende sprengen. Hier, das jetzt vom See aus betrachtet. Ja. Ursprünglich war das ja nur auch so eine Art skandinavisches Blockhaus, das er als preußischer Ministerpräsident sich als Refugium zulegte. 1933 riss sich Göring hier 120 Hektar unter den Nagel. Das ist genau die Stelle, an der wir uns jetzt hier befinden. Okay. Und das war dann die Terrasse mit Blick auf den See. Da gehen wir gleich auch noch mal hin. Da wurde man dann von Hermann Göring mit Kaffee beköstigt. Vor seinen hochrangigen Gästen aus aller Herren Länder inszenierte sich Göring als mächtiger Jäger, darunter auch der italienische Faschistenführer Benito Mussolini. Jagd, Politik und Größenwahn aufs Engste verwoben. Karinhall wurde bis 1940 zu einem pompösen Jagdsitz ausgebaut. Architekt Werner March, der Schöpfer des Berliner Olympiastadions. Protz und Prunk, eine überdimensionale Modelleisenbahn und eine Galerie mit über 1500 Kunstwerken. Adolf Hitler ließ sich jedoch nur selten blicken. Er sah die Jagd als niederen Zeitvertreib an. Es war dann wahrscheinlich hier auch schon das Hauptgebäude. Völlig irre. Der selbsternannte Herr der Schorfheide ließ sich zum Geburtstag am 12. Januar 1945 noch die Ausbaupläne bis 1953 anfertigen. Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg ja schon so gut wie verloren. Bauschutt von Hermann Göring. Der versenkte vor seiner Flucht hier im großen Döllensee noch haufenweise Kunstschätze. Beutekunst, durch die er seinen Größenwahn finanzierte. Und dann hätten wir auch gleich hier auf Schatzsuche gehen können. Und einiges hat man ja auch gefunden, so Arno-Breker-Figuren und sowas. Selbst das Bernsteinzimmer wurde hier ja vermutet. Als Reichsluftfahrtminister plante und befehligte Göring im Zweiten Weltkrieg von hier aus den Bombenkrieg gegen England. Luftschutzbunker. Meinst du wirklich, das ein Bunker? Ja. Boah, was hier für eine kalte Luft rauskommt. Ja? Kannst du gar nicht vorstellen. Also ist da ein Hohlraum? Du, ich kann da reingucken. Und, was sieht man? Es liegen irgendwelche Trümmer drin, irgendwelche Metallschrott. Hermann Göring hatte ja große Angst, dass das hier bei einem Luftangriff alles kaputt gehen würde. Ja. Ja, der hat auch zum Beispiel den Landsitz von Churchill, sagt man, ist nur ein Gerücht, extra nicht bombardiert, in der Hoffnung, dass sein Refugium hier dann auch intakt bleibt. Und daneben wurde noch ein zweites Karinhall als Ablenkungskarinhall errichtet, ein paar hundert Meter weiter. Die Jagd als Machtdemonstration und Selbstdarstellung. Und genau dort, wo schon Monarchen und Nazis jagten, zog nach dem Krieg die Sozialisten der DDR ein. Ja, Klaus Wildfang, sagt dir das was? Das ist doch das vom Honecker, oder nicht? Richtig, das ist die Freizeitimmobilie von Erich Honecker. Wenn der hier jagen ging, dann hat der hier übernachtet. Und zwar sehr, sehr häufig. Okay. 3 bis 4 Mal pro Woche manchmal. Honecker jagte schon Mitte der 50er im Staatsjagdgebiet Schorfheide. 1964 ließ er sich hier auch privat nieder. Hier ist auf. Na, dann lass mal reingucken. Dann geh mal rein hier. Das Jagdhaus Wildfang stammt aus den 30er Jahren. Vor Honecker residierte hier Görings Elchzüchter. Obwohl, ne, das sieht nicht nach Garage. Da kam das ein Vogel raus. Schwalben. Und da standen früher nicht nur die westlichen Geländewagen. Ach so, hier kann man Wild zerlegen, oder? Honeckers Beute wurde also hier aufgebrochen, wie der Jäger sagt. Hier war bestimmt früher irgendwie so eine Halterung drin, vielleicht mit Haken oder so, wo man die hier so aufgehangen hat. Ja. Und dann konntest du hier mit, weiß ich, eine Säge oder irgendwas, die halt bearbeitet und aufschneiden wieder. Hat Honecker das denn selber gemacht? Ja, es gehört zur Jagd dazu. Ne? Von wegen. 304 Mitarbeiter kümmerten sich nur um Honeckers persönliches Jagdvergnügen.
Der hat hier ja auch gearbeitet. Also es gibt zum Beispiel so eine Telefonleitung, eine Spezialleitung mit Druckluft, die führt direkt nach Moskau. Hier direkt aus dem Wald raus? Direkt aus diesem Haus. Der direkte Draht nach Moskau mit Druckluftmantel zum Schutz vor Spionen aus dem Westen. Wenn der Luftdruck sank, wusste die Stasi sofort, dass der Feind die Leitung anzapfte. Leider ist das Jagdhaus unzugänglich. Es ist marode, steht aber zum Verkauf. Wir treffen Förster Ulf Wosnicek. Er ist hier aufgewachsen und hat die Ära Honecker als Jugendlicher noch miterlebt. Hier hat Erich Honecker wahrscheinlich ab den 50er Jahren die schönste Zeit seines Lebens wahrscheinlich hier verbracht. Man könnte auch sagen, dieses Haus ist wie das inoffizielle Machtzentrum der DDR. Jagd und Politik, auch hier aufs Engste verstrickt. Oft versammelte sich in Wildfang der engere Führungskreis der SED. Am liebsten jagte Honecker aber mit seinem Kumpel Günther Mittag. Günther Mittag war ja der damalige Wirtschaftsboss der DDR. Und alles steht und fällt ja auch mit den wirtschaftlichen Entscheidungen dieser DDR. Und man geht also davon aus, dass die sich im Vorfeld der Jagd über ganz wichtige Entscheidungen, die die Versorgung der DDR betreffen, auch hier gefallen sind. Wenn es dann zur Jagd ging, war Honecker nicht zu bremsen. Er schoss, was ihm vor die Flinte kam. Er war ein leidenschaftlicher Jäger. Konnte der schießen? Schießen konnte er. Also er hatte ein Lieblingsgewehr, einen tschechischen Repetierer. Also er war schon ein guter Jäger. Was natürlich vielleicht so ein bisschen anrüchig war, ist die Jagd aus dem Pkw. Man darf nicht vergessen, Günther Mittag hatte ja eine Beinamputation. Und da ist es doch schon mal vorgekommen, dass auf dem Geländewagen gejagt wird. Weitgerecht ist das nicht. Honeckers Jagdtrieb verschlang im letzten Jahr der Ostdeutschen Republik 7,4 Millionen DDR-Mark. Einen Tag vor dem Mauerfall schoss er hier seinen letzten Hirsch. Das ist auch so ein mythensatter Bau. Auch hier gaben sich die mächtigen Jäger die Klinke in die Hand. Einst das Gästehaus von Hermann Göring. Nach dem Krieg nutzte es die FDJ, die kommunistische Jugendorganisation. Und ab den 50ern luden DDR-Staatschefs wie Walter Ulbricht in den Döllenkrug. Hier wurde übrigens auch der Mauerbau bekannt gegeben. 1961. Das ganze Politbüro wurde eingeladen zu einem Grillfest hier. Ah, okay. Ja. Und dann wurde gesagt, so, wo ihr schon mal hier eure Schnitzel esst, zur Stunde finden Truppenmassierungen in der Innenstadt statt und so weiter. Und jetzt solltet ihr langsam mal wieder nach Hause fahren, sonst kommt ihr hier in diesen Aufmarsch. Erich Honecker saß in Berlin und leitete die Aktion. 10 Jahre später stürzte er hier seinen Amtsvorgänger Walter Ulbricht in dieser Seesauna, die aus Görings Karin Hall stammt. Das stand eigentlich auf der anderen Seite des Sees. Genau das? Hall. Genau das. Okay. So, wie transportiert man jetzt so ein Haus? Warte, wie transportiert man ein Haus? Man muss einen Floß drunter bauen wahrscheinlich, oder? Nein, man hat gewartet, bis der See zugefroren ist. Ja. Und dann wurde diese Göringsche Sauna, wahrscheinlich von vielen starken Männern, einmal quer über den See hierher geschoben. Hier überfiel Honecker 1971 Ulbricht mit bewaffneten Beamten der Stasi. Dieser Putsch war abgesegnet von den Machthabern in Moskau, Honeckers Jagdkumpels. Der wurde so erster Sekretär des Zentralkomitees der DDR. Ulbricht starb hier 1973 unter Arrest. Na, was ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Das Badezimmer. Im Humberto-Stock-Schloss. Ich fand krass, diese Zahl von 78.000. Weiß ich, irgendwie unvorstellbar, ne? Dass man so viele Tiere bei der Jagd getötet hat. Die Schorfheide, heute Naturschutzgebiet. Jahrhundertelang diente dieser Wald den Mächtigen als Spielwiese. Für Fritz und mich geht eine mehr als verstörende Geschichtsjagd zu Ende.